Das Atomkraftwerk Tschernobyl, eine löchrige Stahlbetonhülle, ummantelt den havarierten Reaktor Block 4. Der alte Sarkophag schützt nur noch begrenzt vor der extremen Radioaktivität. Block 4. Die hohe Strahlung durchdringt die Kamera, beschädigt das Filmmaterial. Durch Löcher in der Decke und den Wänden tritt radioaktiver Staub aus. Im Unfallreaktor liegt hochgiftiger Atomschutt. Beton, Graphit und Brennstoff sind zu einer sogenannten Lava verschmolzen. Ende April 1986 führt die AKW-Leitung ein Experiment durch. Sie will sehen, wie sich der Reaktor ohne Stromversorgung verhält. Block 4 gerät außer Kontrolle und explodiert. Atomarer Niederschlag verseucht ein Gebiet so groß wie Polen. Das öffentliche Interesse an dem Super-GAU ist nach wie vor groß. Greenpeace bringt Journalisten in die Sperrzone. Kernphysiker Heinz Mittal wird dort die Gefahrenlage erklären. Herr Mittal, was haben wir da? Warum brauchen wir das? Also, es ist kontaminiertes Gebiet. Dann ist es hilfreich, wenn man Handschuhe anziehen kann, wenn man doch was angreifen will. Und für den Innenraum nehmen wir auch eine Maske als Staubschutz, weil der Staub relativ belastet sein könnte. Und alle Maßnahmen, die die Dosis reduzieren können, wollen wir auch verwenden. In dem kontaminierten Gebiet empfehlen wir auch eben nicht zu essen, nicht zu rauchen, weil dadurch auch Radioaktivität aufgenommen werden könnte. Es gibt dann die Möglichkeit, mit Feuchttüchern sich die Hände nochmal zu waschen. Bevor wir zum Essen gehen, gibt es sozusagen eine Freimessung. Da stellt man sich mit den Schuhen auf einen Detektor mit den Händen und kriegt dann ein Signal, ob Strahlung vorliegt oder nicht. Die 30 Kilometer Sperrzone. Posten kontrollieren die Pässe der Greenpeace-Gruppe. Reinkommt nur, wer auf der Besucherliste des ukrainischen Katastrophenschutzministeriums steht. So, wir sind jetzt hier bei dieser Sperrzone an dem Grenzübergang zur 30-Kilometer-Bereich. Hier fahren wir dann hinein, da ist die Stadt Tschernobyl. Und dann gibt es hier nochmal eine totale Sperrzone, wo niemand wohnen darf, wo streng kontrolliert wird. Und hier ist dann der Reaktor mit dem Sarkophag und die Stadt Pripyat. Die Strahlung ist in Reaktornähe etwa 44 Mal stärker als die natürliche Radioaktivität. Die Katastrophe ist das Resultat eines Sicherheitstests. Es sollte die Leistung abgesenkt werden, etwa 20%, und dann getestet werden, ob sich Notstrom und Notkühlung ordnungsgemäß einschalten. Bei dem Test ist die Leistung zu sehr abgesagt und die Mannschaft hat versucht, die Leistung hochzufahren und dabei ist sie entglitten und auch eine Notabschaltung hat die Explosion des Reaktors nicht mehr verhindern können. Die radioaktive Wolke ist in große Höhen gekommen durch den Reaktorbrand und praktisch über den ganzen Kontinent verbreitet. Die Sowjetführung versucht, das Unglück zu vertuschen, spricht erst nach 3 Tagen von einer Katastrophe. Moskau schickt Zehntausende Arbeiter und Soldaten in den sicheren Tod. Es wird rund 100 Mal mehr Radioaktivität freigesetzt als bei den Atombombenabwürfen in Hiroshima und Nagasaki. Wegen der hohen Strahlung können die sogenannten Liquidatoren nur kurz in der Nähe des havarierten Reaktors arbeiten. Verzweifelt versuchen sie, verstrahlten Schutt wegzuräumen.
Nicolai Bossé schuftet einen Monat unter enormer Strahlenbelastung. Das ist meine Armeeuniform. Ich war Oberst. Hier sind meine Tschernobyl-Auszeichnungen, die Tapferkeitsmedaille und zwei Orden vom Katastrophenschutzministerium und der Kiewer Stadtverwaltung. Wir haben Kiew vor der Strahlengefahr aus Tschernobyl gerettet. Werden Sie vom Staat heute ausreichend unterstützt? Nein, ich habe nach dem Unglück noch nie die volle Invalidenrente bekommen. Ich kriege nur 30% der mir zustehenden Summe. Ich spreche von etwa 240 Euro im Monat. Und ich bin Oberst AD. Wo genau haben Sie gearbeitet? Ich zeige Ihnen meine Einsatzkarte. Unser Feldlager war nur 3,5 Kilometer vom Reaktor entfernt. Wir haben am Tag 16 Stunden gearbeitet. Nicolai Bossé und seine Soldaten beladen Helikopter mit Löschmaterialien. Die Hubschrauber schütten Sand, Blei und Borsäure in den brennenden Reaktor. Es gilt, den Einsturz des zerborstenen Blocks und eine weitere Explosion zu verhindern. Kiew ist in Gefahr. Die Millionenstadt liegt etwa 130 Kilometer südlich des Atomkraftwerks. Die Maßnahmen greifen. Wir wollten die besonders verseuchten Stellen sogar mit selbstproduzierten Spezialfolien abdecken. Aber das war dann doch zu aufwendig. Haben Sie heute gesundheitliche Probleme? Ja, natürlich. Wegen dem Einsatz am havarierten AKW hatte ich 1988 meinen ersten Herzinfarkt. 2002 habe ich dann einen Schrittmacher bekommen. Mittlerweile habe ich schon den zweiten. Die medizinische Versorgung ist leider sehr teuer. Meine Kinder helfen mir. Ja, so ist das. Hier ist ein Erinnerungsfoto. Das war ein wichtiges Treffen für uns. Präsident Kutschma hat uns Tschernobyl-Veteranen am 18. August 1999 eingeladen. Er hat versprochen, die Rentenzahlungen zu verbessern. Doch daraus ist in seiner 5-jährigen Amtszeit nichts geworden. Kutschma hat nicht Wort gehalten. Nicolai Bossé hat Besuch. Einer seiner Tschernobyl-Soldaten ist zu Gast. Die Männer sitzen im selben Boot, das verbindet. Vassili, wie sind Sie im Atomkraftwerk gelandet? Ich bin am 14. Mai eingezogen worden. Die Militärs haben mich in eine Uniform gesteckt und zu den Aufräumarbeiten am Unfallreaktor geschickt. Welche Gefahren, Nikolai, gab es neben der Strahlung noch? Sie haben von Wasserstoff gesprochen. Am 7. Mai ist es uns gelungen, den Reaktorbrand zu löschen. Sand, Blei und Borsäure haben gewirkt. Block 4 hat nun nicht mehr so viel Strahlung ausgestoßen, aber auf einmal ist die Temperatur im Inneren des Reaktors schnell angestiegen, auf 2400 Grad. Wir hatten Angst vor einer Kettenreaktion
und einer neuen, noch schlimmeren Explosion. Wäre die Temperatur auf 2773 Grad hochgeschnellt, dann hätte es in Tschernobyl extrem gekracht. Im Umkreis von 500 Kilometern wäre alles Leben ausgelöscht worden. Ende Juni 1986 beginnen die Sowjets mit dem Bau des Sarkophags. Der Reaktor bekommt eine provisorische Stahlbetonhülle. Die Bauarbeiten dauern nur knapp 6 Monate. Es tritt nun wesentlich weniger Radioaktivität aus. Doch die neue Hülle droht schon bald zu kollabieren. Die Westwand neigt sich. Nur durch häufige Nachbesserungsarbeiten gelingt es, die Ummantelung zu stabilisieren. In unmittelbarer Nähe des Sarkophags im Tschernobyl-Museum ist die Strahlung 10-mal höher als die natürliche Radioaktivität. Ein paar Stunden könne man sich hier ohne Gefahr aufhalten, sagt AKW-Mitarbeiterin Julia Marusic. Dieses Modell zeigt die Schutzhülle und den zerstörten Block 4. Der Reaktordeckel ist durch die Explosion sogar einige Meter in die Luft geschleudert worden. Im stillgelegten AKW arbeiten übrigens immer noch etwa 4000 Menschen. Sie kümmern sich um den Zustand der anderen 3 Reaktoren. Das Zentrum des total zerstörten Unfallreaktors heißt Zone E, Zone Jelena. Und genau dahin klettern trotz der verheerenden Strahlung regelmäßig einige Männer. Sie kontrollieren den Zustand des havarierten Reaktorblocks. Sergei Koschelew dokumentiert mit seiner Kamera, wie der Sarkophag verfällt. Koschelews Bilder zeigen den Reparaturtrupps, wo sie die Hülle stabilisieren müssen. Der Kameramann verdient für ukrainische Verhältnisse gut rund 700 Euro im Monat. Ich mag meinen Job nicht nur des Geldes wegen. Die einen arbeiten im Kosmos, andere in Kriegsgebieten und ich mache eben das hier. Bilder von Sergei Koschelew. Außenarbeiten am Sarkophag. Auch hier versuchen die Männer, die Stahlbetonhülle zu stabilisieren. Die Arbeiter machen einen wichtigen Job, sagt Kernphysiker Smital. Wenn der Sarkophag einstürzt, geht man davon aus, dass eine radioaktive Staubwolke freigesetzt werden kann. Etwa 5 Tonnen hochradioaktiver Staub, der in der näheren Umgebung sogar tödliche Inhalationsdosis bewirken kann und der Auswirkungen bis 20 oder 50 Kilometer hat. Das Gelände neben dem alten Sarkophag ist eine Großbaustelle. Auf dem radioaktiv verseuchten Areal entsteht eine neue Ummantelung. Die Arbeiter sind auch bei dem Schutzbogenprojekt einer dauernden Strahlung ausgesetzt. Die Männer tragen sogenannte Dosimeter. Sie zeigen an, wann eine Pause fällig ist. Das größte bewegliche Gebäude der Welt. Der Schutzbogen soll rund 110 Meter hoch und 260 Meter breit werden. Das sogenannte Confinement wird auf Schienen über die Reaktorruine geschoben. Sobald die neue Stahlkonstruktion abgedichtet ist, kann die alte demontiert werden.
Die Kosten für den neuen Sarkophag etwa 2 Milliarden Euro. Den Löwenanteil tragen die USA und die Europäische Union. Der neue Sarkophag, der gebaut wird und auf den alten Reaktor geschoben werden soll, ist auch wieder nur eine vorübergehende Lösung für 50 bis 100 Jahre. Das eigentliche Problem, der Kernbrennstoff, bleibt weiterhin ungelöst. Was passiert mit dem Kernbrennstoff? Der Kernbrennstoff ist im Moment in dem Reaktor, ist ein Problem. Er wird zu radioaktivem Staub, der freigesetzt werden kann. Man muss Lösungen finden, wie man den kompakt verschließt. Nur 3 Kilometer neben dem Unfallreaktor liegt die Geisterstadt Pripet. Nach der Havarie haben die sowjetischen Behörden rund 50.000 Einwohner innerhalb von wenigen Stunden in Sicherheit bringen lassen. Die Menschen konnten nur das Allernötigste mitnehmen, Kleidung und Papiere. Pripet war einmal eine moderne AKW-Stadt, ein Magnet für aufstrebende Atomwissenschaftler und ihre Familien. Die einstige Vorzeigestadt dient heute als Touristenmagnet. Besucher aus aller Welt strömen in die Sperrzone. Die Schule der Kleinstadt. Der ukrainische Reiseveranstalter Solo East Travel schafft ein-, zweimal die Woche etwa 50 Touristen nach Tschernobyl. Mit dabei der Engländer Freddy Saville. Dieses Bild sieht aus wie neu, als ob es erst gestern einer aufgehängt hätte. Irre, da sind Verhaltensregeln für Schüler abgebildet. Der AKW-Tourismus in Tschernobyl boomt. Viele Menschen wollen den Horror mit eigenen Augen sehen, eine Vorstellung davon bekommen, was Atomkraft anrichten kann. Hättest du solche Bilder erwartet? Nein, so etwas hätte ich nicht erwartet. Alles heruntergekommen, kaputt. Pripet fesselt seine Besucher, die Faszination des Zerfalls. Der Tagestrip kostet rund 80 Euro. Reiseveranstalter Sergei Ivanchuk ist mittlerweile ein vermögender Mann. Das ist ein ganz besonderer Klassenraum. Hier gab es Wehrunterricht. Offiziere haben den Kindern gezeigt, wie man mit Granaten umgeht, Gasmasken aufsetzt, Kalaschnikows zerlegt oder im Gleichschritt marschiert. Wehrunterricht war in allen Schulen der Sowjetunion ein Muss. Natürlich auch bei mir in Kiew. Ich zeige Ihnen den Schrank, in dem der Lehrer die Kalaschnikows aufbewahrt hat. Das Zimmer war durch eine Alarmanlage geschützt. Hier sind Gasmasken und da drüben ist der Waffenschrank. Der Safe. Hier sind noch die Gewehrnummern.
lauter Kalaschnikows und ein Scharfschützengewehr, Kleinkaliber. Hier noch mehr Scharfschützengewehre. Es gab oft Trainingsschießen. Dann haben wir die Waffen geschultert und sind zum Schießplatz marschiert. Die Bücher dort sind so etwas wie ein Verhaltenskodex. In der Schule hat man uns sehr genau auf die Armee vorbereitet. Vielleicht gibt es noch Zielscheiben. Das sind noch alte Propagandaplakate, die Quelle unserer Kraft. Brezhnev, Leonid Iljitsch. Die Plakate riechen noch nach Druckerfarbe, wie neu. Fast wie im Museum. Waren hier eigentlich Plünderer am Werk? Ja klar, aber erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991. Plünderer haben hier Metall oder Waschbecken rausgeholt, aber Plakate und Gasmasken wollte keiner haben. In Pripyat erreichen die Strahlenwerte stellenweise bis zu 11 Mikrosievert. Normal wären 0,18 Mikrosievert. Ein paar Stunden könne man sich in der verlassenen Stadt gefahrlos aufhalten, sagt Kernphysiker Smital. Moose und andere Pflanzen können nochmal die Radioaktivität, die hier überall im Boden ist, noch konzentrieren und verstärken. Aber insgesamt ist der Ort hier entsprechend belastet. Hier ist das der Autoscooter von Pripyat. Pripyat war eine sehr reiche Stadt, eine Stadt mit jungen Familien, sehr wohlhabend. Jeder wollte in Pripyat wohnen, weil hier viel Luxus war. Das war sozusagen die Zukunft. Und wir sehen, wie schnell das Atomunglück von Tschernobyl, das von einem Tag auf den anderen ins Gegenteil verkehrt hat. Sag mal, Heinz, kann man eigentlich hier, könnte man hier wieder wohnen? Hier kann man nicht wieder wohnen. Hier sind die Strahlungen zu groß, dass ein dauerndes Wohnen nicht möglich ist. Pripyat wird für die nächsten 300 Jahre unbewohnbar bleiben. Wir sind hier in dem Hotel von Pripyat. Das war früher ein sehr prächtiges und schönes Hotel. Das sieht man vielleicht auch noch an dem Parkett, der hier verlegt ist, oder auch an der Bühne. Und hier hinten, wenn wir durchgehen, ist die Küche gewesen. Auch sehr gut ausgestattet mit Großgeräten, und dass es jetzt so leer geräumt ist, ist ein Anzeichen dafür, dass das geplündert worden ist. Offensichtlich Leute sich die guten Geräte geholt haben, obwohl sie natürlich radioaktiv belastet sind. Am
Am Stadtrand von Pripyat ist die Strahlung besonders stark. 200 Mal höher als die natürliche Radioaktivität. Die AKW-Touristen machen einen kurzen Stopp. Warum ist die Belastung so hoch? Nach dem Unfall ist hier viel verseuchter Staub gelandet. Die Bäume haben sogar ihre Farbe geändert, wurden rot. Seitdem heißt dieser Ort Roter Wald. Wie lange kann man sich hier aufhalten? Man kann schon recht lange bleiben, ohne seine Gesundheit zu gefährden. Aber wozu? Ein kurzer Blick auf den Geigerzähler, das reicht. Die meisten Menschen, die aus Pripyat evakuiert wurden, haben in dieser Stadt ein neues Zuhause gefunden. Die Sowjets haben Slavutich nach dem Reaktorunfall aus dem Boden gestampft. Auch AKW-Kameramann Sergei Koschelew wohnt in der Retortenstadt. Das ist die Gedenkstätte. Diese Männer und Frauen sind an den Folgen der schweren Strahlung gestorben. Sie waren zum Zeitpunkt des Unfalls in unmittelbarer Reaktornähe. Viele von ihnen waren Feuerwehrleute oder haben in den Kontrollräumen gearbeitet. Slavutich liegt rund 50 Kilometer östlich von Tschernobyl. Hier wohnen etwa 30.000 Menschen, AKW-Arbeiter und ihre Familien. Slavutich wurde tatsächlich extra für uns gebaut. Wie viele Menschen pendeln ins AKW? Etwa 3.000 oder 4.000. Sie sind vor allem für die Kühlung der abgeschalteten Anlagen verantwortlich. Ich bin seit Mai 1987 in Tschernobyl, um den Reaktor und die Veränderungen am Sarkophag zu drehen. Momentan filme ich vor allem die Arbeiten an der neuen Schutzhülle. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ist für die Finanzierung verantwortlich, will wissen, was passiert. Sergei Koschelew ist relativ gesund, hat angeblich nur eine leicht vergrößerte Schilddrüse. Der AKW-Kameramann zeigt Slavutich. Der Kreml hat nach dem Reaktorunglück alle Sowjetrepubliken in die Pflicht genommen. Jede Teilrepublik musste einen Stadtteil bauen. Alle Viertel sind nach den Orten benannt, aus denen die Bauarbeiter und Architekten kamen. Tiflis, Riga, Vilnius. Nach etwas mehr als einem Jahr war alles fertig. Ist die Stadt groß? Nein, nur der Friedhof ist groß. Koschelew ist abergläubisch. Der Kameramann hat den Friedhof von Slavutich noch nie betreten. Er ist nach dem Reaktorunfall gebaut worden. Viele der hier beerdigten Menschen haben nach dem Unglück im Atomkraftwerk weitergearbeitet, sind an den Folgen der kontinuierlichen Strahlenbelastung gestorben. Wie viele, weiß keiner genau. Fast jede Woche kommen neue Gräber hinzu. Paradox. Das stillgelegte AKW Tschernobyl tötet immer noch Menschen, ist aber zugleich für tausende ukrainische Arbeiter die einzige Einnahmequelle.
Sie haben gesehen, wie groß der Friedhof ist. Er ist so alt wie die Stadt. Ich glaube es manchmal selbst nicht. Woran sterben die Menschen? An Schlaganfällen, Herzproblemen, Krebs. Die genaue Statistik kenne ich nicht. Eine beklemmende Atmosphäre. Ich mag Friedhöfe nicht. Sergei Koschelew wohnt wie fast alle AKW-Arbeiter in einem Plattenbau. Unsere Wohnung. Klein, aber gemütlich. Ich habe sie unlängst gekauft. Zwei Zimmer. Hier ist die Küche. Oh, Verzeihung. Das ist meine Frau Lusinka. Irgendwo haben wir auch noch einen Kater. Das Badezimmer, nichts Besonderes. Und wie hoch ist die Invalidenrente? Sie wird gerade neu berechnet. Etwa 700 Euro im Monat. Zusätzlich zum Gehalt, das ist ungefähr genauso hoch. Das ist das Zimmer meiner Tochter Nastja. Sie ist gerade in der Universität. Das ist Anfisia. Sie ist immer bei uns, auch auf der Datscha. Da ist unser Schlafzimmer. Tagsüber arbeite ich hier. Mein Studio. Manchmal arbeite ich auch auf der Datscha. Sergei Koschelew zeigt uns frische Reaktorbilder. Wir gehen zum zerstörten Block 4. Wie hoch ist die Radioaktivität? Nicht so hoch, sonst würden wir rennen. Der Weg zum Reaktor ist verwinkelt. Auch hier ist die Strahlung noch nicht so drastisch. Im Reaktor ist es schon heikler. Ein Röntgen in der Stunde, vielleicht auch mehr. Was bedeutet ein Röntgen pro Stunde? Das heißt, ein Röntgen pro Stunde. 600 Röntgen pro Stunde wären absolut tödlich. Das ist der Ventilationsraum des Unfallreaktors. Alles kaputt. Es wachsen sogar Stalaktiten. Den Hörer hat am Unglückstag wohl einer einfach fallen lassen. Das ist der zentrale Reaktorraum. Warum sind die Bilder beschädigt? Die Radioaktivität greift das Filmmaterial an. Weiße Blitze tauchen auf. Da sind Löcher im Sarkophag. Das ist sogenannte Lava. Eine Mischung aus Blei, Graphit und Brennstoff. Alles unangetastet. In welchem Zustand ist der Sarkophag? Er wurde im Jahr 2000 stabilisiert. Es besteht jetzt keine akute Einsturzgefahr. Sie wissen ja, dass eine neue Ummantelung gebaut wird. Und schon wird die Arbeit, also die Arbeit, die
Das ist der berühmte Reaktordeckel. Durch die Explosion hat es ihn in die Luft geschleudert. Auf dem Deckel stehen die alten Kontrollsonden. Helikopter haben sie runtergelassen, um die Strahlung zu messen. Was empfinden Sie im Reaktor? Früher war der Reaktor wie eine Droge. Ich war richtig heiß drauf, in den Block reinzugehen, ihn zu erkunden. Mir hat etwas gefehlt, wenn ich länger nicht im Reaktor war. Heute ist vieles Routine. Zurück in Tschernobyl. Unglaublich, aber in der stark kontaminierten 30 Kilometer Sperrzone leben Menschen. Sie sind nach der Evakuierung in ihre Dörfer zurückgekehrt, haben alle Verbote ignoriert. Den Rückkehrern macht die steigende Zahl der Trockenperioden zu schaffen. Verseuchte Bäume und Wiesen brennen ab. Der Wind trägt den radioaktiven Staub kilometerweit in alle Himmelsrichtungen. Im Sperrgebiet wohnen etwa 150 Menschen, vorwiegend alte Leute. Die Semenyuks haben einen kleinen Bauernhof. Sie halten Hühner, Schweine, bauen Gemüse an. Ivan und Maria Semenyuk lassen ihre Lebensmittel regelmäßig kontrollieren. Angeblich keine Strahlenspuren. Das Heimweh war stärker als die Vernunft. In Kiew hatte ich nach der Evakuierung ein schlechtes Gefühl und einen seltsamen Druck auf der Brust, Atembeschwerden. Ich habe mich unwohl gefühlt. Dann sind wir ohne Erlaubnis nach Tschernobyl zurückgekehrt. Perfekt. Die Semenyuks leben seit Ende 1988 in der Nähe des havarierten Reaktors. Er ist 23 Kilometer entfernt. Das Ehepaar trinkt nur Wasser aus diesem Brunnen. Ungefährlich, behaupten die beiden Tschernobyl-Rückkehrer. Maria Semenyuk hat ihren Arm bei einem Arbeitsunfall in den 60er Jahren verloren. Das Wasser ist köstlich. Все нормально. А, отлично вода. Das ist unser Haus, nicht besonders gut aufgeräumt, aber dazu haben wir keine Zeit. Wir bauen schließlich alles an, was wir essen, und die Tiere haben wir auch noch. Sehen Sie, Kartoffeln. Im Sommer bereiten wir sie draußen über dem Feuer zu. Wie hoch ist Ihre Rente, Maria? 900 Grivna im Monat. Etwa 30 Euro. Was machen Sie, wenn es Ihnen schlecht geht? Wir rufen einen Arzt oder einen Krankenwagen, je nachdem. Wie schnell kommt Hilfe? Ganz unterschiedlich. Und wie hoch ist Ihre Rente? 2000 Grivna, rund 70 Euro.
Wer hilft ihnen finanziell? Meine Söhne. So wie sie eben können. Sie sind ja auch nicht reich. Wo ist Ihr Schlafzimmer? Könnten Sie uns das bitte noch zeigen? Hier schlafen wir. Da drüben ist unser Ofen. Was ist das? Ihre Enkelin, oder? Ja, die Tochter meines geliebten Sohnes. Was machen Sie im Winter? Wie heizen Sie? Wir haben unseren Ofen. Alles mit Holz. Hier werfen wir Holz rein und bereiten auch unser Schweinefleisch zu. Das ist unser Mittagessen. Die Tschernobyl-Rückkehrer reden nur äußerst ungern über gesundheitliche Schwierigkeiten. Schilddrüsen, Herz- und Kreislaufprobleme seien rein altersbedingt. Die Unbekümmertheit der Seminjuks versteht Kernphysiker Heinz Mittal nicht. Er stellt in der Nähe des Hofs erhöhte Werte fest. Ich messe hier mit einem Kontaminationsmonitor Strahlung, der reagiert recht empfindlich auf Strahlung. Das ist hier auch etwas erhöht. In Kiew hat man nur 5 bis 10 Counts pro Sekunde, hier sind es 20, auch manchmal bis 30 und 50. Das ist erhöht, aber nicht sehr viel erhöht. Man könnte hier durchaus auch höhere Strahlenwerte erwarten. Worin steht denn die Gefahr für die Menschen, die in dieser Sperrzone rund um Tschernobyl wohnen? Die Gefahr besteht, dass sie zu viel Strahlung abbekommen. Es sind eben Sperrgebiete und vor allem für Leute, die hier leben, die vom Boden leben müssen, weil sie Gemüse anbauen, die Hühner halten, da besteht die Gefahr, dass sich das, vor allem das Cäsium-137 so stark anreichert, dass es zulässige Grenzwerte überschreitet. Die Fahrt nach Tschernobyl endet in einer Schleuse. Besucher und AKW-Arbeiter werden auf Strahlenbelastung getestet. So, wir kommen jetzt zu der Endkontrolle. Da muss man sich hier so hinstellen. Dann die Hände hier oben anlegen. Und so lange warten, bis es grünes Licht ist. Das heißt, hier wurde jetzt keine Strahlung festgestellt und dann müssen jetzt alle durch und dann kann man das Gebiet wieder verlassen. Die Greenpeace-Gruppe ist froh, dass sie die verstrahlte Zone wieder verlassen kann. Die meisten Arbeiter sehen Tschernobyl anders. Für sie ist das stillgelegte AKW ein zuverlässiger Arbeitgeber. Weit besser, als im ukrainischen Wirtschaftschaos ohne Job dazustehen und nicht zu wissen, wie man seine Familie ernähren soll.